mal gesehen. Nun, ich habe... Welchen Land war das gleich wieder? Ich gehe ignorieren. Ups, hab's vergessen. Die Zecke hat die also zuvor schon mal gesehen. Ich will alles erklären. Hm. Ja. Überhaupt nicht, die hätte ich schon mal gesehen. Das widerspricht direkt an den Gewicht bereits vorliegenden Beispiels. Nun, dann zeigen sie es noch nicht. Über die Mitte den Beweis, was sie zeigen muss, wo man noch nie gesehen hat. Er wurde verlärmig. Ja, nimm das. Die Uhr war noch nie in einem Laden. Nie. Was? Ein Freund von mir hat diese Uhr gemacht. Es gibt nur zwei davon. Auf der ganzen Welt. Und die eine, die nicht hier ist, erwartet die Polizei. Unmöglich, alles mit diesem Geschäft zu kaufen. Formell ist es nicht höchste Zeit, sich eine bessere Ausrede zu besorgen. Und ach ja, heute kam. Heute keine Ausreden im Angebot. Oh, oh, oh. Die wird zum Super Saiyajin! Eindeutig. Nur hat die pinke Haare, keine blonde. Boah. Was jetzt? Was soll das denn? Die Schweinebacke. Die dumme Uhr hatte keine Bedeutung, okay? Die war's. Sie soll dafür sterben. Stirb. Boah, jetzt lassen wir mal schön die Kirche im Dorf. Dies ist ein Gerichter und die Zeuge wird sich rückhalten. Ach ja? Oh, ach ja, oh, 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 oh. Ich bin manche schon. Ich hatte wohl etwas ausgezickt. Glaube ich bin. Ängstigend. Oh mein, ich habe eine Frage. Sagen Sie, warum wussten Sie, dass die Waffe eine Uhr war? Oh Mann, kann die Partei etwas zu diesem Fakt sagen? Okay, jetzt geht's los. Ah ja. Oh May, sie wusste, dass die Waffe eine Uhr war, denn... Ich hab das schon gehört. Deswegen hat die Uhr niemals in ihren Händen. Aber sie hatte gehört, dass sie eine Uhr war. Sie hatte gehört? Richtig, euer Ernst. Ob hättest du ihn nicht wissen können, dass er den kein Uhr war. Und ich kann es beweisen. Hm, das ist interessant. Dann lassen Sie uns sehen. Zeigen Sie Beweis, dass die Zeugen gehört hat, dass die Waffe. Dass die Waffe ist eine Uhr. Ist eine Uhr. Okay. Sehen Sie sich das an. Oh, das habe ich im Hommels Zimmer gefunden. Right, bitte erklären Sie dem Gericht, was das ist. Hommel, Sie haben das Telefon des Opfers Hommel abgehört, nicht wahr? Oh, oh. Oh ja, das ist irrelevant. Ich bin mir nicht so sicher, Einspruch abgelehnt. Es beunruhigt mich, dass unser Zeug besitzt, eine Wand zu sein. Das ist ja ungeheuer, das überhaupt nicht auf dem Zeug. Hätte mir abgehört? Genau das. Auch wenn das so wäre und ist nicht, das ist es nicht, müsste sie noch immer beweisen. Was hatte das Opfer jemals am Telefon gesagt, dass die Waffe eine Uhr ist? Können Sie das beweisen? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube schon. Es ist einfach, was? Hier ist der Beweis. Der Beweis. Leute, ich zeige das Handy in der Angeklagten. Ja, das hat mich schon. Hören Sie es den Leuten an. Ich bedanke mich im Kopf an. Mia,
Was gibt es? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Nun, ich möchte, dass du etwas für mich aufbewahrst. Schon wieder? Was ist es denn diesmal? Es ist eine Uhr. Sie sieht aus wie dieser, wie die Statue der Denker. Und sie sagt die Uhrzeit an. Pomme, sie habe eine Wanze benutzt, um dieses Gespräch abzuhören. So haben sie erfahren, dass der Denker eine Uhr war. Bin ich falsch? Euer Ehren, das ist lächerlich. Euer Ehren, schauen Sie ins Gesicht der Zeugin. Sieht sie amüsiert aus? Die Verteidigung verlangt eine Antwort. Zeugin, antworten Sie. Haben Sie mir das Telefon angezapft? Frau May. Seien Sie still, alle. Wer gibt Ihnen das Recht, so diesen Anwalt? Das ist nicht fair, dass Sie alle auf einmal gegen mich sind. Ich bin jetzt also die Böse. Ist das so? Ist das so? Oh, heute. Oh, das war's. Das Gericht hat jetzt die echte Apple Mail gesehen. Erst noch. Warum haben Sie Ihr Telefon angezapft? Antworten Sie die Frage. Muss ich das? Das ist doch ein Wortprozess. Ist das ein bisschen abgehört? Nicht eher irrelevant? Mist. Sie sagt vor, dass das Echo von mir hören will. Komm, ey. Sie haben das Telefon des Opfers angezapft. Das ist wohl kaum irrelevant. Das Gericht ist nicht zwar an den Ton der Verteidigung, aber sie hat durchaus recht.